User joined your channel. Hi. Moin, Snacks. Hallo. 6660 fehlen mir jetzt noch für den Ferdi. Ah, Snickers ist auch im Zug. Ja, hat gleich eine Einladung bekommen. Ja. Schon funktioniert. Ja, beim Test ist doch mitfahren. Wie letztens der Komische, der mitfahren wollte und dann nicht aus in unseren TS wollte, weil er nicht weiß, wie es mit den Favoriten geht da drin. Genau. Und der ja in dem von seinem Clan schon drin war und das da als voreingegeben steht. Der war also nur zu faul. Genau. Entweder das oder zu blöd. Davon haben wir ja auch ein paar. Ja. Nicht bei allen kann man es auf die Jugend schieben. Bitte? Nicht bei allen kann man es auf die Jugend schieben. Ja. Auf geht's! Toll, jetzt habe ich eine Birchgun, die ich abknallen kann. Ups. Sorry. Nichts passiert, ich habe jetzt auch nur drauf geschaut. Nee, das Problem ist, bei mir laggt das am Anfang immer und ich kann dann nicht ganz kontrollieren. Ja, und ich habe jetzt nebenbei noch kurz aufs Handy geschaut. Ja, dann war's passiert. Ja, ist ja nichts passiert im Grunde. Jetzt ist da eine Birchgun, die ich abknallen könnte und die ist dann bei uns. Die ist nämlich noch auf meiner Liste, das Mistding. Der niedrigste Panzer. Ich habe mir endlich gestern einen von den Zweiern geholt, die mir noch fehlen. Jetzt sind es halt immer noch zwei. Und diese fehlen denn? Oh, ich kann es ja gar nicht auswendig sagen. Eine Zweier-Arti, die relativ selten gefahren wird. Ison. Genau, unter Renault UE57 fehlt mir noch. Ison ist keine Zweier-Arti mehr. Nee, Renault UE, das kann man ganz leicht machen. Lässt man sich einfach mal von ihr abschießen, dann hat sich die Sache. Stimmt, eine Idee. Ja. Satz mit X. Unsportlich, aber egal. Satz mit X. Satz mit X, das war wohl nix. Mhm. Hier keine Gegner. Der war mies. Angekratzt. Der ging nicht durch. Wirkungstreffer. Er ging voll durch ihre Panzerung. Er ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungstreffer. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Er ging voll durch ihre Panzerung. Bei den Deutschen fehlt mir noch ein einziger Panzer, der war und den hat keiner von euch leider, das ist der Leopard 1, Stufe 10. Ich will nicht weiter von mir lernen. Jo, ich auch. Kette beschädigt. Und wie findest du den Durchbruchswagen? Annehmbar.
Feuerrad hat was. Überragend ist er nicht, aber... Der ging nicht durch. Funke ausgefallen, Signalreichweite verringert. Ab, Prahler! Wir haben sie nicht mehr angekratzt. Ich fand den auch ganz passabel, als ich ihn gefahren habe. Er will ja ein Ende bereiten. Das war der Hetzer. Ja, gerade er wird zusammengeknallt. Jetzt sieht man erstmal, wie groß der Durchbruchswagen eigentlich ist. So klein ist der nicht. Das sieht irgendwie so klein aus, so vom Gefühl her. Bisschen mausgewohnt. Ja, okay. Also Styx, vorzugsweise Stufe 7. Okay. Welche Seite wollt ihr abdecken? Ich weiß noch nicht, wo wir sind. Ah, jetzt. Rechts. Ja, rechts würde ich gerne. Time to roll out. Ein T1 Heavy, auf dem Welcome to Hell steht. Ich finde, das Ding ist so leicht zu zerlegen. Gibt's gar nicht. Leider, das stimmt. Ja, die wenigsten wissen, wie man spielt. Er kann eine Drecksau sein, er kann eine richtige Drecksau sein. Echt? Jo. Und wie? Versteckt deine Wanne. Der hat auch eine hohe Schussfrequenz und alles. Du bist weiter links, ich weiter rechts, wir dürften gut was abdecken. Okay, du hast Binox drin. Stimmt. Ich dachte gerade, wow. Wie hast du die denn gesichtet? Soll das Haus wegknallen, aber wahrscheinlich nicht klappen. Yeah.
DDR ganz sicher sein. Wieso? Weil sie gegen mich nichts machen können. Ja, und sobald sie rausschauen? Dem IS haue ich gerade die ganze Zeit die Kette durch. Ziel ein Stück höher. Ich würde gern weiter vorfahren, aber da steht auf der linken Seite noch dieser AMX irgendwo. Ja, auf rechts. Scheiß drauf. Der ist schon weg. Du Vollpfosten! Der auch immer da vor mich gefahren ist. Warte mal, Vorsicht. Hallo. Jetzt darfst du. Der ist AMX. Geht nicht, da steht was vor mir. Der AMX. Jawohl, danke. Ey, ich schieß dem Kollegen gleich ins Heck. Ist mir egal dann. Ist durch. Von uns und ein Feind gleichzeitig in der Basis stehen. Stuart war inaktiv. Ja. Wir müssen, bis ich jetzt zurückkomme, weil es. Ich war schon. Okay. Wir angreifen, wie man sieht. Man da durch das Wasser durch oder muss ich über die Brücke? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall schieße ich jetzt meine Arti weg. Ich versteh's jetzt. Ja, ja, man schafft's. Mit Mühe und Not. AT8 schießt auf mich gerade, der nervt. Ja, ich komm von hinten. Machen wir ein Back to Base. Vier Leute. Sammeln ist gut. Warte mal, AT8. Ja, der stört gerade tierisch. Warte mal. Warte mal. Na, Mist, ich komm von hier nicht ran. Zeigt mir leider nur die Schnauze. Oben auf die Dingen zu ziehen, wenn möglich. Nicht mal das sehe ich von hier. Ich komme direkt. Holen dir. Oh, da schießt irgendwas von rechts auf mich. Jetzt von vorne. BDR ganz B, das Ding kann ganz böse sein, aber das hat eine schwache Knarre. Hat nicht die böse drauf. Oh, da ist ein AT7 auch noch. Im BDR eventuell, der hält nicht viel aus. Sehr gut. Ja, also der ist auch weg, der AT8. Versuch's gar nicht erst. Der einzige Feind noch ist der AT7 da hinten. Ach, das ist schon wieder It's Me, der hat mich eben schon mal angeschossen. Aber da hatte der einen Typ 59. Even scratch them.
Nur der verbündete Tiger, der eine, der... ich schieße die ganze Zeit schön auf die Kette des IS, was macht er? Fährt vor mich und der IS ist wieder frei. Ich hab Glückspilz bekommen? Auch nicht schlecht, ich habe nur 1700 Schaden gesehen. 600 irgendwo in die Botanik einfach reingeknallt. Ja. Ja, manchmal funktioniert. Wieso sind wir in dieses Match geraten? Karma. Der einzige Flinke von uns. Das stimmt. Oh, bei mir steht jetzt 7k. Merk ich gerade. Jo. Verstehe ich gerade gar nicht, du bist gerade so leise. Ich sag, mit dieser SAU mache ich jetzt das, was ich am besten kann, mich irgendwo hinstellen und snipern. Weil für mehr ist das Ding leider nicht zu gebrauchen. Hast du die dicke Kanone drauf? Nee, der ist noch ganz klein. Ach so. Ist erst frisch gekauft. Das Gute ist, wenn das Ding in Vierer-Matches ist oder so ein Dreier. Ein Dreier. Panzer 1C kommt und versucht bei dir durchzukommen, kannst du nur drüber lachen, selbst hintenrum. Ding, 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 ding. Ein dicke Panzer ist das Ding, muss man sagen. Und so ein Mensch wie das jetzt, naja. Ja gut, dafür eher weniger. Na da?
der Kanone komme ich beim Churchill natürlich nicht durch. Bursche, GC, genau vor meiner Nase. Au! Ich habe keinen einzigen Schuss abgegeben, ich habe einen auf Scout gemacht, mal sehen, ob es geklappt hat. Die Sau sieht auch ein bisschen aus wie eine Sau, wenn man die von vorne anguckt. Allerdings. Aber das ist ein echt cooler Panzer. WDR nervt etwas. BDR G1B mit Standardturm, sehr schön. Das heißt, er ist nicht gefährlich. Aber nervig da, wo er steht. Kommt doch jetzt raus, oder auch nicht? Nö, will nicht. Ich opfer mich. Okay. Erledigt. Irgendwie spackt YouTube gerade rum. Das sieht witzig aus. Sau steht da einfach nur, die Kanone geht dann links, rechts, oben, unten, links, rechts. Ich sehe nichts. Oder eher die Nase. Na gut. Sobald du den Panzer hast, der nach der Sau ist, dann hast du mich überholt bei den Jagdpanzern der Franzosen. Echt? Also Ziel ist natürlich der Tortoise, aber bis dahin dauert es wohl noch ein bisschen. Tortoise ist aber bei den Briten. Ja, sorry, ich meinte Foch. Verwechsel die zwei immer. Wie kann man die verwechseln? Keine Ahnung. Das geht nicht. Doch, wir haben nichts gemeinsam außer Ketten. Das ist das Alter. Und Foch ist ein Nachkriegsdingen und Tertis ist ein Zweite Weltkriegpanzer. Der Churchill GC stirbt jetzt. Gegen die SU 100. Jo, Churchill GC ist nämlich ein Dreckpanzer. Ich sag zwar eigentlich immer, kein Panzer ist wirklich schlecht. Jeder kann gut sein, wenn man mit dem spielen kann, aber der GC, das ist ein schlechter Panzer. Wartet auf mich, ich will wenigstens noch ein paar Cap-Punkte. Ist aber ziemlich flott unterwegs. Ah, ich bin drin. Fast.
ist denn die Arti? Und du fährst wieder raus. Ja, Arti suchen. Überall sein. Ich weiß ganz genau, wo das Logo ist. Die wurde als letztes bei B0 gesichtet. Oh. Steht auf meiner Karte. Das heißt, da runterfahren, an dem Berg da rechts vorbei. Wenn ich Pech habe, sieht sie mich natürlich zuerst. Das kann passieren. Aber ich glaube, die achtet eher auf die 200. Und jetzt müsste sie Moment sehen, eigentlich. Da, wo der Schuss hinging. Habe ich jetzt leider nicht gesehen. Komm, Schnappschuss, ja. Okay. Schade. Naja, nicht viel Schaden gemacht, aber immerhin. Ich habe einen Treffer kassiert, der hat mich sofort davon gerafft. Ich habe einen Treffer gemacht. Mit 500 bis zur größeren Kanone. Dann ist das schon eingebaut, Mutter und Ketten. Komm los auf Stufe 6. Geht's los? Danke.